Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Public Tech Instance. Wer mein letztes Video gesehen hat, kann sich vielleicht daran erinnern, wie sehr mich mein schlechtes Gewissen wegen dem Kauf zwei neuer CPUs plus passendem Mainboard plagt. Und zwar deshalb, weil ich die meiste Zeit oder sagen wir eher ausschließlich in 4K zocke und da ist die Grafikkarte bekanntlich das größere Problem. Dass das allerdings nicht immer so ist, hat mir dann im Nachhinein Watch Dogs Legions bewiesen, denn da hatte ich Framedrops bis mitten in die 30er. Das kommt echt nicht oft vor und das hat mich echt gewundert. Genau, auf jeden Fall habe ich jetzt zwei neue CPUs da. Und zwar habe ich einmal den, das ist noch mein alter, also der Ryzen 3600. Der stellt sich dem Kampf genauso wie der Ryzen 5, 5600X. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Ryzen 7, 5800X. Die drei lassen wir heute gegeneinander andrehen und sehen, ob der Invest in neue CPUs vielleicht völlige Geldverschwendung war. Oder vielleicht auch nicht. Beziehungsweise machen wir auch noch 1440p-Tests, damit wir am Schluss sicher sagen können, ob man das Geld in eine neue CPU investieren sollte oder die Differenz vielleicht doch besser in eine größere Grafikkarte steckt. Ja, müssen wir noch was sagen? Achso, genau. Also, ich hatte zuerst geplant, einen Riesentest zu machen und dann habe ich Video geschnitten. Ich war dann irgendwann bei 20 Minuten und dann dachte ich so, das guckt sich eh kein Schwein an, weshalb ich dann fast alles gelöscht habe und jetzt machen wir nur den Gaming-Part, weil ich denke, Cinebench-Score und Multicore, den CPUs hat wahrscheinlich jeder schon zu Genüge gesehen. Ich fokussiere mich eher auf das, was ich denke, ich ein bisschen anders mache wie die anderen und das ist die Fokussierung auf Watch Dogs Legions und den miesen Frame-Drop, genauso wie die Frame-Stabilität von Assassin's Creed und wir machen natürlich noch ein paar andere Benchmarks, um zu sehen, wie die CPUs sich in anderen Spielen verhalten. Ja, legen wir los. Action. Das Testsystem ist mit 16 GB G-Skill Rapture DDR4 3200 CL16 ausgestattet. Als CPU-Kühler kommt ein Be Quiet Dark Rock 4 Tower zum Einsatz. Die GPU ist eine leicht übertaktete Asus RTX 3080 TUF Gaming. Okay. Kommen wir endlich zu den Gaming-Benchmarks. Und zwar starten wir mit Forza Horizon 4 in 4K. Wir können sehen, dass der 5800X gleich auf ist mit dem 5600X. Beide haben einen kleinen Vorsprung gegenüber dem 3600, in der Praxis dürfte der aber nur schwer zu bemerken sein. Schaut man sich die direkten Benchmark-Ergebnisse an, sieht man, dass 40% der Zeit die Grafikkarte der Flaschenhals war, selbst beim 3600. 71% sind es hingegen beim 5600X und 71,9%, also im Prinzip gleich, sieht es beim 5800X aus. In 1440p sieht es ähnlich aus. Der 5600X und 5800X sind gleich auf, während sie gegenüber dem 3600 diesmal aber 10% zulegen können. Im Detail sieht man, dass diesmal die CPU zu 100% der Flaschenhals ist, zumindest bei dem 3600. Aber auch bei den beiden anderen sieht es mit 15 und 19% nicht viel besser aus. In Red Dead Redemption 2 4K ist dann völlige Stagnation angesagt. Alle drei CPUs sind gleich schnell. Gehen wir deshalb direkt zu 1440p. Allerdings sieht es hier nicht wirklich besser aus. Alle drei CPUs sind bei ca. 75 FPS bzw. 2 FPS für den 3600 weniger. Machen wir direkt weiter mit Metro Exodus und RTX an in 4K. Auch hier wieder dasselbe Spiel. Alle CPUs sind in etwa gleich schnell und liefern 56 FPS. Selbst bei den Minimum FPS hat sich so gut wie nichts geändert. Für diejenigen, die es interessiert, habe ich hier an der zweiten Stelle mal noch einen Benchmark gemacht mit RTX aus. Genau dasselbe zeichnet sich auch wieder in 1440p ab. Alle CPUs sind in etwa gleich schnell und liefern ca. 75 FPS. Auch die Minimum-FPS sind relativ ähnlich. Alles, was an Unterschieden da ist, würde ich auf Messungenauigkeiten zurückführen. Für all diejenigen, die es wieder interessiert, mit RTX aus schaffen wir 82 FPS. Die Minimum-FPS bleiben in etwa gleich. Bisher lief eigentlich alles wie erwartet. Die neuen CPUs lieferten den von AMD versprochenen Performance-Zuwachs und in bisher getesteten Spielen ist die GPU besonders in 4K das größere Problem. Werfen wir deshalb ein Auge auf die Situation, die den Kauf einer neuen CPU für mich besiegelt hat. Watch Dogs Legion. Genauer gesagt, diese Szene. Stopp, da ist er. Ein Framedrop der übelsten Sorte. 37 FPS bei 77% GPU-Auslastung. Selten gesehen sowas. Allerdings heute, eine Woche später, stehen wir nun hier mit wahrscheinlich zwei der schnellsten Gaming-CPUs der Welt. Und mal sehen, ob die daran was ändern können. Jo, da ist es. Schon wieder. 36 FPS. Ist sogar schlimmer als vorher.
Wird wahrscheinlich Zufall sein. Aber trotzdem, geklappt hat das nicht. Versuchen wir den Achtkerner. 55, 54, 52. Sieht besser aus. Sieht deutlich besser aus. 50, 49, okay. Ja, ich glaube, schlimmer wird's nicht. Ja, 49. Also ich glaube, es ist nicht die Geschwindigkeit der 6 Kerne das Problem, sondern einfach die Kernanzahl selbst. Was wirklich seltsam ist, denn die CPU läuft bei unter 60% Auslastung. Schade. Wirklich schade. Das ist nicht, was ich mir erhofft hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, ich beweise, dass der 5600X genauso schnell ist wie der 5800X. Und morgen dann der 5800X auf eBay. War wohl nix. Naja. Springen wir rüber zu Assassin's Creed Odyssey, mal sehen, was da passiert. Achso, aber vorher sehen wir uns noch die Benchmarks an, die ich zu Watch Dogs Legions gemacht habe. Ich will die nicht umsonst gemacht haben. Also, Feuer frei. Wirklich interessant ist, dass man in den Benchmarks von diesen harten Framedrops nichts mitbekommt. Würde man nur die sehen, würde man denken, es wäre egal. Fangen wir diesmal mit den Benchmarks an. Hier Assassin's Creed Odyssey in 4K und wie wir sehen, sehen wir nichts. Die CPUs sind sehr, sehr ähnlich schnell und die Unterschiede werden, wenn sie so ausfallen wie auf diesem Graph gezeigt, im Spiel keinem auffallen. In 1440p kann sich der 5800X einen kleinen Vorsprung erarbeiten, allerdings ist auch der Unterschied nur schwer zu bemerken. Aus diesem Grund schauen wir uns als nächstes die Frametimes an. Die waren ja schon in Watch Dogs Legion sehr aufschlussreich. Angefangen habe ich ohne Frame-Limiter und habe die Grafikkarte und die CPU machen lassen, was sie können. Das Resultat ist eine sehr unstabile Framerate, wie ihr rechts unten sehen könnt. Um nun herauszufinden, welche Framerate stabil läuft, habe ich einen Frame-Limiter gesetzt und den in 5er Schritten so weit nach unten verschoben, bis die Framerate absolut stabil war. Letzten Endes bin ich dann bei dem Ryzen 3600 bei 60 FPS gelandet, auch wenn die Grafikkarte die meiste Zeit noch ein bisschen mehr könnte. Genau denselben Test habe ich dann noch einmal wiederholt, und zwar mit dem 5600X hier zu sehen, wobei ich mit dem gerade so bei 65 FPS gelandet bin. Aber gerade so. Es gab jetzt, wie gleich zu sehen, an dieser Speerspitze kurzen Drop, aber ich sage mal, der wäre zu verschmerzen. Das heißt, mit dem 5600X gehen fast 5 FPS mehr. Noch etwas stabiler wird das Ganze mit dem Ryzen 5800X. Allerdings nicht viel. Die Unterschiede halten sich wirklich in Grenzen. Es ist minimal. Ziehen wir Bilanz. Im Mittelwert ist der 5800X nur 1,8 FPS schneller als der Ryzen 3600. Das ist eigentlich fast nichts. Dementsprechend traurig sieht auch die Preis-Leistungstabelle aus. Beim Ryzen 5800X für 449 Euro UVP, mittlerweile ist er sogar deutlich teurer, kostet ein Frame im Schnitt 7,28 Euro. Etwas besser ist der Ryzen 5600X für 299 Euro, aber auch der ist für 299 Euro aktuell nicht zu bekommen. Ganz klarer Preis-Leistungssieger ist der 3600 für 199 Euro mit 3,32 Euro pro FPS. In 1440p läuft es für die neuen Ryzen-Modelle ein bisschen besser, da haben wir immerhin 3 FPS Unterschied zwischen den Modellen. Aber auch hier, das wird kaum einem auffallen. Entsprechend ähnlich sieht auch hier wieder die Preis-Leistungstabelle aus. Ganz klarer Verlierer ist der 5800X für 449 Euro, Mittelfeld wieder der 5600X und klarer Gewinner der 3600 für 199 Euro. Fazit: In 4K waren alle getesteten CPUs in etwa gleich schnell. Dementsprechend gewinnt der Ryzen 3600 auch mit Abstand die Preis-Leistungskrone. Ähnlich war es auch in 1440p. Die Unterschiede waren kaum zu spüren. Zugegeben, die Games, die ich getestet habe, waren alles grafikintensive Singleplayer-Titel. Und die Einstellungen lagen alle zwischen Hoch und Ultra. Aber so spiele ich die Spiele normal. Das waren alles Einstellungen, die ich so 1:1 aus meinem Spielealltag übernommen hatte. Und falls euch die Einstellungen interessieren, ich packe die zum Schluss nochmal in den Anhang. Da könnt ihr euch die gerne nochmal ansehen. Spielt ihr kompetitive Multiplayer-Games wie, ich weiß nicht, Fortnite zum Beispiel oder Counter-Strike? Wenn ihr so einen 240-Hertz-Monitor habt, kann es vielleicht einen Unterschied machen. Kann ich mir gut vorstellen. Genau. Aber spielt ihr 4K-Singleplayer-Games, ist es im Prinzip egal. Und wenn man bedenkt, dass der Preisunterschied zwischen Ryzen 3600 und 5800X ungefähr 250 Euro beträgt, dann ist das genug, um von einer RTX 3070 auf eine RTX 3080 zu upgraden. Und in meinen Augen ist das für 4K-Gaming zumindest die deutlich bessere Idee. Wäre da aber jetzt nicht Watch Dogs Legions, in welchem die 8 Kerne tatsächlich die Framedrops beim Autofahren in den Griff bekommen haben?
ist echt doof gelaufen. Ja, ich weiß selber nicht genau, was ich jetzt mache. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nur ganz schwer für mich selber rechtfertigen, das Geld auszugeben, nur wegen diesem Autofahren in Watch Dogs Legions. Weil wenn man ganz normal durch die Gegend läuft, macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Das ist wieder so ein Ding, das müsst ihr selber entscheiden. Ich habe für mich selber die Entscheidung noch nicht getroffen. Es ist einfach, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es ist viel Geld und es macht im Prinzip wenig Sinn. Ich check jetzt mal noch Assassin's Creed Valhalla aus. Und wenn ihr Bock habt, mache ich da auch mal noch ein Video zu, ein ähnliches wie das über Watch Dogs und guck mal, wie das läuft. Und ansonsten, ja, soll es das gewesen sein. Achso, Premiere Pro. Ich habe Premiere Pro natürlich noch getestet. Exportzeiten wurden verringert von 3 Minuten 40 mit dem Ryzen 3600 auf 2 Minuten 40 mit dem 5800X. Beim Videos bearbeiten selbst habe ich keinen Unterschied gemerkt. Von daher, das ist auch kein Grund jetzt für mich, also damit kann ich mir es auch nicht rechtfertigen. Ich überlege noch ein bisschen, ich spiele noch ein bisschen mit rum und gucke die Tage mal, was läuft. Kriege ja leider keine PlayStation. Eine neue Radeon 6800 XT habe ich auch keine bekommen. Das lief ja heute noch schlimmer als bei den Nvidia-Grafikkarten. Echt übel. Naja, machen wir Feierabend. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonnieren wir auch nicht. Ansonsten, Glocke. Müsst ihr nicht, wäre nett. Ihr wisst Bescheid. Genau, Feierabend. Ciao.